Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zu einer weiteren Aufgabe bei dem Verborgenen. So, wir rufen kurz unsere Karte auf. Viel haben wir ja nicht mehr. Nämlich, wir machen das jetzt hier: Leopardenbau. Da müssen wir wieder ein Tier platt machen. Natürlich nur kurz in Narkose versetzen. Und dann, meine lieben Homies, haben wir noch einen Steinkreis, den wir anordnen müssen. Und die Papyrus-Rätsel, die beiden habe ich jetzt eingesammelt. Dazu machen wir natürlich ein Video. Aber ich muss jetzt nachgucken bei mir im Ordner. Da habe ich ja 29 Papyrus-Rätsel gemacht, ob es nicht dabei ist. Dann können wir uns das nämlich sparen. Zumindest haben wir dann noch die Riesenfestung. Eine wirklich Riesenfestung. Also wird auf jeden Fall was dauern. Und die Festung. Die ist auch nicht so klein. Und dann sind wir eigentlich hier durch. Bei dem Verborgenen. Dann gehen wir wieder zurück nach der Fluch des Pharaos. Weil da haben wir vier Portale, wo wir in einer anderen Welt kommen. Ne? So muss das auch sein, meine Mummis. Da gucken wir mal, ob wir das machen. Wir gucken erstmal. Natürlich grüße ich euch alle recht herzlich und dann würde ich sagen, auf geht die Porseno, check mal die Lage ab. Sag uns mal, wo das Alpha-Tier ist. Dann gehen wir da hin und machen das eben kurz und schmerzlos. Sagt er hier, bestimmt der Steinkreis, ne? Ne, einfach so ein Schatz. Okay, meine lieben Homies, dann geht's auch schon los. Chiranimo! Yo, Bike ist da. Na, kleines Tier, alles cool bei dir? Mach ja. Schlaf weiter, Sammy. Ja. Hey. Und packst die machen. Schlafen. Sehr nice, meine Mummies. Sehr nice. Hier noch was am Start. Hätten sie auch so eine Kleinigkeit dahin legen können, würde ich mal sagen. Aber nein, haben sie nicht. Ist auch nicht schlimm. So, unser liebe Pferdchen, komm mal her. Ja, meine Mummies. Damit haben wir den Leopardenbau erledigt. Leopardenbau auf jeden Fall. Den Leopardenbau. Geile Sache. Sprachfehler lässt wieder grüßen. Den Schatz, den kralle ich mir gleich. Dann bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe im Fluch der Pharaonen. Also wenn wir die Sterne anordnen. Im Fluch der Pharaonen, der war gut, ne? Meine lieben Mummies, heute geht gar nichts hier. Ich meine natürlich bei dem Verborgenen. Entschuldigt bitte, ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch mal Fehler. Auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich, bis zur nächsten Aufgabe. Sehen und sagt ciao. Ah, habt ihr nicht gehört. Auf Wiedersehen, meine lieben Mummies.